Und bin ich mal gespannt, wie er das alles hier reinkriegt. Moje. Guten Morgen. Unser Fahrer ist da. Großraumtaxi in den Nocken. Ja, komm. Martin, was hast du dabei? Frischhaltefolie? Ne, das ist ein Wickelband. Und so geht man Wels angeln. Na, so gehen wir Hochsee angeln. Alter, hier wird alles eingewickelt. Kühlbox auf. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Flüssigfutter. Salted Karamell. Mega auf dem Boot. Und hier. Huge Brownie. Ist ja was ganz Neues. Das schaut geil aus. Ja, klar schaut das geil aus. Alles erstmal ins Auto und dann geht's in den Flieger. Tetris spielen muss man können, dann klappt's. Ja, die Ruten müssen mit. Das Wichtigste. Machst du doch so längs. Das ist doch top so. Okay, stopp. Abfahrt, junger Mann. Gut. Ungefähr hier so wie beim Lidl und beim Aldi. Wir müssen Euro bezahlen, kriegt man Einkaufswache. Nur, dass wir hier den Euro nicht zurückbekommen. Aber wir brauchen den für uns ein bisschen Angelzeug. Ah ja, so viel ist es ja gar nicht. Geht ja wirklich, ne? So, jetzt wird die Karawane mal hier reinziehen. Goodbye Deutschland. Wir werden auswandern. Sieht auf jeden Fall so aus. So, kurze Zwischeninfo, weil ja alle Leute so eine riesen Flugangst aktuell haben. Wir haben jetzt vielleicht 10 Minuten angestanden, das ganze Gepäck. Uki zuki ging das durch. Ganz nette Mitarbeiter, also man merkt hier am Flughafen, seht ihr selbst, nichts von irgendeinem Mitarbeitermangel. Wir hatten Glück, ging rucki zucki. Jetzt haben wir noch ein paar Minütchen und dann geht's ab. Hi, ich glaube, jetzt könnt ihr den Braten riechen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ganz, ganz weit oben im Norden Norwegens. Wir sind gerade in Bodø gelandet. 12 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Vorhin waren wir noch, heute Nacht um 3, glaube ich, ging es los bei mir zu Hause im schönen Odenwald mit dem Daxi. Und jetzt sind wir da, sind alle gesund angekommen. Alles super geklappt. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Lodge und morgen, sofern hier diese Bäume sich nicht noch
schlimmer bewegen sollten. Morgen sehen wir uns dann auf dem Teich. Wir haben Großes vor. Ein mega Angelrevier erwartet uns. Und natürlich auch euch. Wir nehmen euch mit. Abfahrt. Wir sind angekommen, man glaubt es kaum, bei leichtem Nieselregen, aber so ist es hier in Norwegen. Schönes Wetter ist anders. Nee, Quatsch, hier gibt es natürlich auch ab und an mal schönes Wetter. Wir haben das Weiße Haus in der Tjongsfjord Lodge. Unten ist der Bootssteg. Also ganz, ganz kurze Wege zum Wasser. Und das Beste an der ganzen Aktion, keine Nachbarn. Kein Mensch nervt uns hier. Wir können uns ganz und gar auf das Angeln konzentrieren. Und hier gibt es richtig, richtig große Fische da draußen. Aber das werden wir euch noch zeigen. Ich verlinke euch mal hier oben einen Film. Ich konnte hier in dem Revier meinen bisher größten Heilbutt fangen. Da kommt das Boot gerade rein, eines der Boote im Hintergrund. Ja, und morgen früh geht's los. Vielleicht sogar heute Abend noch. Aber das glaube ich nicht. Erstmal ankommen, alles auspacken, was Gutes zu essen machen, auftackeln und dann geht's raus auf den Deich. So, ich zeige euch mal schnell unsere Bude. Na? Gemütlich, ne? Das kann doch was, oder? Hier kann man auf jeden Fall einen langen Angeltag perfekt ausklingen lassen. Tolle Küche, alles klar, was man braucht. Viele einzelne Schlafzimmer. Licht an, hier schlafe ich. Überall ist ein schönes Bad dabei. Naja, das kriegt man nicht in jedem Hotel hier in Norwegen so gemütlich. Moin Moin, jeden Moment geht's raus auf den Teich. Ich brauche noch eine gute Portion Energy jetzt für den anstehenden Angeltag. Ich habe einen neuen Partner, Holly Energy, und die haben mir ein Probierpaket zugeschickt. Holly ist ein pulverförmiger Energy Drink. Im Probierpaket habt ihr 7 verschiedene Sorten, 7 verschiedene Geschmacksrichtungen, kein Zucker, kein Taurin. Ich werde mich jetzt hier mal durchprobieren. Der Hai passt, glaube ich, hier zu unserem Vorhaben. Bereitet er euch ganz einfach zu. Einfach das Pulver in euren Shaker. Das riecht schon mal mega lecker. Halben Liter Wasser drauf. Shake it, shake it, shake it. Lecker. Echt lecker. Wenn es jetzt ein bisschen wärmer wäre, würde ich mir noch ein paar Eiswürfel reinhauen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Da könnt ihr es euch selber, das Probierpaket hier mal sichern. Es sind viele Sorten drin und da ist bestimmt was dabei, was euch auch super schmeckt. Rabattcode Stefan5, coole Sache. Und wir ballern jetzt raus zum Angeln und probieren, einen dicken Fisch ans Band zu bekommen. Wir sind früh auf den Beinen. Wir hatten eine gute Nacht, schöne frische Luft hier, nicht so heiß wie in Deutschland. Ganz angenehmes Wetter. Jetzt geht's runter. Am ersten Morgen müssen wir natürlich erstmal das ganze Boot auftackeln. Das ganze Angelzeug vorbereiten. Ja, und dann starten wir heute unseren ersten Angeltag hier an der Tjongsfjord Lodge. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Ein bisschen reinkommen, ein bisschen reinangeln. Ja, wir nehmen euch mit. Gebt uns die Daumen.
erste Morgen empfängt uns ganz schön windig und wellig. Es wird bestimmt etwas ruppig da draußen. Wir sind mal gespannt. Jetzt zum Einangeln werden wir ein paar unterschiedliche Plätze abklappern. Wir haben kleinere Gummis montiert. Quantum Paddler kommt zum Einsatz. Köpfe zwischen 40 und 60 Gramm. Das ist ausreichend bei dem leichten Gerät. Probieren wir erstmal ein paar kampfstarke Seelachse ans Band zu bekommen. Und dann arbeiten wir uns hier durchs Revier. Ein paar Köderfisch noch fangen zum Heilbuttangeln. Ein paar Tage haben wir Zeit. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Ja, und dann sind wir gespannt, was der hohe Norden hier für uns bereithält. Abfahrt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier seht ihr sie. Sind da die Jungs, wir sind genau auf dem Spot. Das sind die Köhler. Ganz langsam hochgekurbelt vom Grund. Alter Vater, das ist ein Büffel. Gar nicht lange gedauert. Sind auf so einen 20 Meter Berg gefahren. Kleinen Gummis weit vom Boden in die Vortrift geschmissen. Langsam hochgekurbelt. 10 Meter über Grund steigt es voll ein. Ich schätze mal, das ist ein gutes Seelachs. Köhler unter Anglern. Seelachs daheim im Supermarkt. Kommt er. Eieiei, da sind sie. Ganz knapp hinter. Hintergrund geht die nächste Rute krumm. Ganz knapp gehakt hier vorne. Der Quantum Paddler. Seht ihr, kleiner Köder. Und ein Wahnsinnsfisch. Ein Wahnsinnsfisch. Petri Heil, wir haben gerade angefangen mit dem Angeln. Guckt mal da drüben beim Wolfgang. Wahnsinnsangeln, Wahnsinnsangeln. Viele Fische. Hier läuft er gerade aus dem Bild raus, der Schwarm. Ganz kurzes kleines Fenster. Wir fahren jetzt nochmal neu drauf. Hier kommen wieder Fische ins Bild rein. Hier unten seht ihr sie ganz deutlich. Und wenn dann kleine Gummis am schweren Kopf, also schwer bedeutet bei uns 40 bis 60 Gramm je nach Drift, hier durchflattern, geht's vorwärts. Wir nutzen kein Gaff, wir nutzen den Kescher zur Landung der Fische. Das ist das sicherste für alle Beteiligten.
Und natürlich auch für den Fisch, denn wir angeln nicht tief. Wir können einen Großteil unserer Fische, die wir abends nicht verspeisen wollen, so ganz perfekt und bequem zurücksetzen. Dann kommen wir danach ein schöner Fisch. Ein schöner Fisch! Du Alter, ein Bollermann vor dem Herrn. Bam, 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 bam. Jawohl, bitte die Heil. Alter Falter, ein Torpedo. Unser Plakettwurm fängt auch Riesenseelachse, Riesenköhler hier in Norwegen. Wahnsinnsfisch, Wahnsinnsröhre. Nach dem Wurf lassen wir die Köder bis zum Grund runtersinken und holen sie dann ganz langsam zum Boot hoch. Ich mache gerne dann noch sogenannte Spin-Stops, also lasse den Köder kurz stehen, dann mal wieder ankurbeln, probiert da ruhig unterschiedliche Geschwindigkeiten, mal schnelles Ankurbeln stehen lassen, langsames Ankurbeln. Und in diesen Phasen kriegt ihr den Einschlag und das geht ab wie beim Thunfischangeln, nur dass wir halt hier in Norwegen sind und fangen riesige Köhler. Das ist Drillspaß vom Feinsten an einem leichten Gerät. Absoluter Hammer. So, hier kommen die nächsten Fische rein ins Bild. Hier seht ihr ein paar einzelne Fische im Mittelwasser, sogenannte Verfolger. Hier verfolgt gerade einer einen Köder von uns. Mal gucken, ob es jetzt gleich hier wieder knallt. Schwarm dann wieder suchen, wenn wir drüber getrieben sind, neu ansetzen und Abfahrt. Da steht wieder die Rute. Wenn ihr die Seelachse gefunden habt, im Schwarm geht's krumm, da geht das vorwärts. Alter, schöne Bolle, Mann. Und fertig. Bitte. Oh. Ja, es geht mega schnell hier auf dem Meer. Der Sturm hat noch mal richtig schön Fahrt aufgenommen. Vorhin waren wir da draußen zum Seelachsangeln. Dann kam der Regen und jetzt kam der Sturm. Die Wellen ballern hier richtig durch und wir haben hier eine kleine Ecke uns jetzt gesucht. Ich zeige euch das mal. Hier kommt so eine Felswand raus, läuft hier vorne vor. Dahinter haben wir relativ stehendes Wasser, 30 Meter Wassertiefe. Und ein idealer Platz, um Pollachs zu fangen. Auch ein kampfstarker Fisch, sieht ähnlich aus ein bisschen dem Köhler, hat größere Augen, ihm fehlt dieser silberne Strich auf der Seite, aber auch ein ganz rasanter Kämpfer. Wir werfen jetzt einfach mit ganz kleinen Ködern, ich zeige euch mal, so ein Köder, der da zum Einsatz kommt, also wirklich Mini-Zeug, kleine Paddler hier, an diese Felswand. Und zocken dann die Köder runter. Ganz leicht da so an den Stein runtergehoben und auch hier dauert es nicht lange, bis ein weiterer sehr spannender Fisch einsteigt, der Pollack.
Wahnsinn. Auch kleiner Paddler, auffällige Farbe und ein starker Fisch. Weiter geht die wilde Fahrt. Schön der Stock. Oh ja, was für ein Ding. Ja, man fängt halt diese großen Pollacks nur, wenn man wirklich ganz feinfühlig und gezielt und konzentriert angelt. Super, dass der Elch hat er gewollt. Das sind schöne Pollacks. Die nächste Regensturmfront kommt auf uns zu. Wir haben uns noch weiter hinter in den Fjord jetzt verzogen. Ja, und durchqueren jetzt hier die neue Wasserfläche auf der Suche nach dicken Balken am Grund, auf der Suche nach großen Seelachsen. Bin mal gespannt, ob wir hier hinten ganz im Ende, im letzten Eck vom Fjord noch fündig werden. 60, 70 Meter Wassertiefe. Schauen wir mal. Aber bis jetzt war es ja wirklich ein Wahnsinnstag, war alles dabei. Ne? Zwar hartes Wetter, aber das ist so in Norwegen. Wenn jemand Sommerangeln machen will, da kann er mit mir gerne mal ein E-Pro fahren. Da wird es warm. Aber Norwegen, ja, da könnt ihr alle vier Jahreszeiten, oder ich habe schon alle vier Jahreszeiten an einem Tag auf dem Boot erlebt. Von T-Shirt-Wetter über Regen, Sturm und sogar Hagel, Schneefall. Durch alle Wassersäule erkennen wir jetzt so kleine schwarze Sicheln. Wir haben 70 Meter. Jetzt 75 Meter Wassertiefe, das sind natürlich keine Riesenbalken, aber das sind die Jungs, ja, die uns gleich glühende Bremsen bescheren, wenn wir Glück haben. Setzen wir uns in die Drift, Driftsack kommt raus, der bremst das Boot dann, damit wir nicht so schnell über den Teich geblasen werden. Und Abfahrt, runter die Köder. Was beim Wallerangeln gut fängt, das sollte hier oben doch auch perfekt funktionieren, unser Catwurm. Diese Rippen hier an der Seite, diese einzelnen Lamellen, sorgen für unheimlich starken Druck unter Wasser. Ideal, ja, um die Neugier, das Interesse der Seelachse zu wecken. Wir arbeiten hier auch ab und an mit diesen UV-Stiften hier. Da können wir hier Teile vom Köder ein bisschen UV-aktiv versehen. Wer weiß, für was es gut ist. Ich male jetzt mal hinten den Schwanzteller schön rot an. Schickt man mal auf Tauchfahrt. Lass jetzt den Köder runter bis zum Grund durchheizen und dann langsam hochkurbeln. Oftmals bekommt ihr dann solche Anstups, also ihr merkt, dass irgendwas an eurem Köder hinten dran rumzoppelt. Einfach stur weiterkurbeln und dann irgendwann, peng, geht die Party los. Es dauert ein bisschen, bis euer Köder unten ist. 60 Meter Wassertiefe,
schon tiefes Angeln für das leichte Gerät, was wir einsetzen. Alter Falter, ich bin gut hier. Uiuiuiui. Da geht der Fahrstuhl nach unten. Wo will denn der hin? Da. Wahnsinn. Uiuiuiui. Ohne Schwanz, ohne Schwanz. Ah, ja. Hab ich doch gesagt. Drillen jetzt drei Leute. Verrückt, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Doppeldrill, richtig starke Fische. Und ich weiß jetzt nicht, ob es am Köder lag oder am UV-Stift, aber der Kettwurm und große Seelachse, das passt zusammen. Der ist oben, oder? Jetzt kommt er gerade. Oh, was für ein geiler Dorsch. Alter. Geil. Ah, voll geil. Alter Vater. Was ist da los? Alter Falter, was ist denn da los? Im Hintergrund kreischt die Bremse. Der Blackhead-Wurm hat wirklich einen starken Dorsch gebracht. Alter, was hier abgeht, geht auf keine Kuhhaut. Bis später. So, Jungs und Mädels. Schon wieder setzt leichter norwegischer Nieselregen ein. Wir hatten einen perfekten Tag, absoluter Wahnsinn, haben uns auch ein paar Fische natürlich mit in die Bütt gehauen, heute Abend zum Essen auf der Bude. Und wir ballern jetzt ab, ja. Wir haben das Nonplusultra heute erleben dürfen, trotz wirklich schwieriger Wetterlage. Hier hinten kommt gerade die Dusche wieder runter, ja. In den nächsten Tagen werden wir uns dem König der Nordmeere widmen, dem Heilbutt. Bisher sind wir mega happy, mega zufrieden, haben ganz, ganz tolle Fische fangen dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Heilbutt-Session seht ihr dann in einem der kommenden Filme. Dicke Fische für euch, viele Grüße hier vom Teich und bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao, ciao.